Poppin Twinbee ist einer dieser Shoot'em-Up-Serien von Konami. Es gibt einen Arcade-Automaten und diverse Portierungen. Das Spiel punktet vor allem durch seine farbenfrohe Gestaltung und das knackige Gameplay. Zumindest ersteres muss natürlich bei dieser Portierung wegfallen. Spielt es sich trotzdem gut? Was taugt Poppin Twinbee für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und bei uns 1994 veröffentlicht. In Japan erschien es unter dem Namen Twinbee Da schon 1990. Nordamerika bekam das Spiel gar nicht zu Gesicht. Das Spiel ist auch Teil der Konami GB Collection 3 für den Game Boy Color und ist auch auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Poppin Twinbee ist ein waschechtes Shoot'em-up. Das heißt, euer Schiff fliegt selbstständig von unten nach oben und ihr müsst euch auf dem Weg zum Levelboss allerlei Gegner stellen. Die kommen dann meistens von oben in den Bildschirm in verschiedene Formationen hineingeflogen. Eure Aufgabe ist natürlich klar: Überleben. Um dieses Ziel zu erreichen, solltet ihr natürlich so viele Gegner wie möglich klassisch umballern. Was für Mittel stehen euch dafür zur Verfügung? Es sind gleich zwei verschiedene Angriffe. Einmal das normale Ballern und dann könnt ihr noch Bomben werfen. Was machen die Bomben, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Die müsst ihr benutzen, um Gegner auf dem Untergrund zu bekämpfen. Das Spiel findet nämlich auf zwei Ebenen statt. Einmal den normalen Luftraum, in dem die meiste Action abgeht, und dennoch den Boden, bei dem sich auch schon mal Türme in verschiedenen Arten befinden. Die könnt ihr dann nur mit den Bomben ausschalten. Für Gegner in der Luft benutzt ihr dann die normale Wumme. Diese könnt ihr dann natürlich genretypisch auch verbessern. Jedes gutes Shoot'em-Up hat schließlich auch sein ganz eigenes Upgrade-System und da ist Poppin Twinbee natürlich keine Ausnahme. In den Leveln verteilt erscheinen immer wieder Wolken. Schießt ihr auf diese, erscheint eine Glocke. Mithilfe eures Angriffes müsst ihr nun mit dieser so lange jonglieren, bis sie ihre Farbe wechselt. Bei einer entsprechenden Farbe oder hier eher Grauton bekommt ihr einen besseren Schuss oder Schutz. Oder eben nur Extrapunkte. Da sich die Farbe ständig wechselt, ist es gar nicht so einfach, in der ganzen Kampfhektik das ideale Upgrade zu bekommen. Schießt ihr dann zu lange auf die Glocke, verschwindet die dann sogar ganz. So habt ihr immer ein gewisses Risk-Reward-System dabei. Hole ich mir dieses Upgrade oder riskiere ich etwas Besseres zu bekommen, aber dafür eventuell gar nichts? Von der allgemeinen Gestaltung her geht das Spiel einen ganz eigenen Weg. Von der Gegnergestaltung bis hin zu den Umgebungen ist alles eher auf süß getrimmt und versprüht gleich einen herrlichen Charme. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Spiel einfach ist. Es passiert teilweise echt viel auf dem Bildschirm und man übersieht schnell eine Kugel. Ein Passwortsystem oder ähnliches gibt es leider nicht. Aber dafür könnt ihr die ersten 4 Level im Optionsmenü frei anwählen. Wenn ihr alle 6 Level jedoch sehen wollt, müsst ihr alles von Anfang an spielen. Grafisch steht das Spiel echt wundervoll da. Alles ist schön groß und liebevoll gezeichnet und es kommt kaum zu Slowdowns, obwohl echt teilweise viel auf dem Bildschirm los ist. Ich mag den Stil einfach und der ist super auf die Verhältnisse des Gameboys portiert worden. Genauso sieht es natürlich mit der Musik aus. Konami-typisch wird auch hier in diesem Bereich nicht geschlampt. Was taugt Poppin Twinbee auf den Gameboy also heute noch? Ich hatte mir schon auf diesem Kanal vor einiger Zeit mal die Super Nintendo Version von dem Spiel angeschaut. Ich war schon da recht angetan, jedoch etwas skeptisch, wie es auf den Gameboy portiert wurde. Aber das Spiel zerstreute schnell meine Befürchtungen. Ich hatte echt Spaß und kann das Spiel jedem, der mit dem Genre etwas anfangen kann, nur wärmstens ans Herz legen. Das war der Test zu Poppin Twinbee für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.